Hat er gut gemacht mit seinen Elixierpumpen. So, wir starten das nächste Game. Oh, gegen Mr. S. Schon wieder gegen den spielen wir jetzt ja schon fast täglich. Sehr nice, die nächste Spende. Ich sehe gerade, die Musik ist aus, ne? Na, was heißt, ich sehe? Ich höre es wohl eher, ne? So, was hat der Gegner? Ich setze mal die Fire Spirits ein. Kommt da die Minion Horde oder die Barbaren? Oh mein Gott, er hat die drei Musketiere. Er hat die drei Musketiere, die sabben wir jetzt mal. Der Turm kriegt auf jeden Fall Schaden. Und ein Musketier ist schon down. Das ist Schaden, den wir da dealen. 150 HP. Das sind zwei Sabs. Und der Turm ist down. Aber was machen wir jetzt dagegen? Ich habe einen Plan. Quick-Drop-Methode, Ice Wizard, Kobold. Achso, hätten wir gar nicht machen müssen. Hier greifen sowieso schon den Turm an. Und jetzt greifen alle meine Einheiten den Riesen an. So viel Damage sollte der jetzt nicht mehr dealen. Wir setzen die Fire Spirits ein gegen die Minion Horde. Die wird jetzt auch richtig gut. Ja, das sah nice aus. Kriegt das Musketier jetzt einen Hit auf dem Turm, ist die Frage. Ah, ich darf den Sepp nicht einsetzen. Okay, Tower ist eh down. Gegner spielt hier sicherlich auf Late Game. Jetzt nochmal den Gegner unter Druck setzen mit dem Riesen. Richtig schöner Riese. Musketier kann jetzt Damage dealen. Das muss. Oh, er hat sogar die Barbaren. Er hat die Barbaren und die drei Musketiere. Richtig schön viel Damage am King Tower. Das war eine gute Sache. Der Ice Wizard slowt das ganz gut. Jetzt hat er die Elixierpumpe. Und der Gegner weiß selber, dass er im Late Game extrem stark werden wird. Nochmal ein schöner Eckentrick hier mit dem Musketier. Das ist auf jeden Fall Free Damage. Oh, richtig nice. Richtig, richtig, richtig gut jetzt hier. 1000 HP hat sein rechter Arena Tower noch. Und der Gegner wird richtig gefährlich in der doppelten Elixierphase. Und er hat auch eine Elixierpumpe. Da sind schon die drei Musketiere. Da sind schon die drei Musketiere. So, wie verteidigen wir den jetzt? Erstmal eine Kanone eingesetzt. Er ragt das. Feuerspritze, ich glaube, das ist es. Oh mein Gott! Der Arme, das Game geht nur noch 20 Sekunden und ich denke, das ist der. Oh, das ist schade, schade. Fast noch der zweite Turm, den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. So, jetzt hier. Ice Wizard Fire Spirits. Quick Drop Methode. Zack. Ja, so, war okay. War okay. Wir gewinnen das Ding. Richtig nice. Richtig nice. Alter, der Chat. Der Chat. OMG. 4 für 9 Elixier. Hi, YouTube. Da bekommt man Orgasmus. WTF, wie geil. Ja, das macht richtig Spaß, die drei Musketiere. Das waren aber, glaube ich, vier Musketiere, wenn ich es richtig gesehen habe. Er hat, glaube ich, noch sein einzelnes Musketier damit reingesetzt. Ich glaube, ich habe mit Zap Fire Spirits vier Musketiere gekillt und noch irgendwas anderes. Richtig krank. Mama, ich bin im Video. Bester Clash Royale-Tuber, heftig. Der Gegner soll seinen Account löschen. Alter, geile Sache. Das werden wir auf YouTube hochladen. Wollt ihr bestimmt sehen, ne? So als Highlight. Ein royaler Orgasmus. Schönes Wortspiel, gefällt mir. Die Prinzessin habe ich auch noch getroffen. Okay, dann habe ich also drei Musketiere. Also vier Musketiere und die Prinzessin gekillt. Läuft.